Haas ist da, wie Qualtinger sagen würde. Und ich muss mich gleich zu Beginn ein Geständnis hier machen. Und zwar, ich werde Ihnen kein schön verpacktes Architekturprojekt präsentieren, mit so einer Schleife darum, das dann in irgendwelchen Bildern ganz toll aussieht, sondern ich möchte viel lieber über eine Art Konzept, eine Art Anleitung reden, wie man Städte betrachten kann, die, wie ich finde, in der derzeitigen Diskussion untergeht. Städte sind ein kurioses Thema, weil sie sind scheinbar derzeit in aller Munde und es geht dann zumeist um irgendwelche Rankings, die Wettbewerbsfähigkeit, Kreativität der Städte oder gar die nachhaltige Gestaltung. Und was meiner Meinung nach da vollkommen untergeht, ist das demokratische Potenzial, das in Städten schlummert. Das ist meiner Meinung nach irgendwie verwunderlich, denn es zeigt sich eigentlich immer wieder an den Konflikten, die vor allem derzeit entstehen und die es immer schon gab. Ich möchte jetzt, also braucht nur jetzt nach Brasilien schauen oder Taksim, Tahrir, Blockupy, Occupy. All diese Bewegungen oder all diese Konfliktpunkte spielen sich in Städten ab und haben auch zugleich die Stadt als Thema in einem gewissen Sinne. Und das deutet für mich meiner Meinung nach auf diese Verbindung zwischen Raum und politischem Handeln hin. Und zwar zwischen dem öffentlichen Raum, der Öffentlichkeit und der Art und Weise, wie wir uns in unserer Politik oder in unserem Handeln dort verwirklichen. Das klingt auf den ersten Moment etwas abstrakt. Das ist aber, wenn man sich auch zum Beispiel die Herleitung von Begriffen anschaut, die wir benutzen, schon seit jeher gegeben. Also ich sage jetzt nur Plenum, Forum oder Politik selbst, die sich aus der Polis entwickelt hat, deuten auf diesen Konnex hin, der schon immer da war. Wieso ist das von Bedeutung? Und zwar, wenn wir uns anschauen, dass Öffentlichkeit in einer repräsentativen Demokratie nötig ist, um Demokratie auch leben zu können, dann ist vor allem diese Öffentlichkeit nötig, die im öffentlichen Raum von Leuten hergestellt wird. Gibt da verschiedenste Konzepte, also Richard Sennett sprach in diesem Zusammenhang immer von Public Man, sagen den Rollen, die wir spielen, wenn wir uns auf Plätzen, in Straßen, in der Öffentlichkeit bewegen. Und die Verbindung, die es hier gibt, ist deswegen so wichtig, weil meiner Meinung nach eins ohne das andere nicht existieren kann. Das hat verschiedenste Gründe und ich denke, dass diese Dinge im derzeitigen Diskurs, der über Städte geführt wird, der unglaublich technologisch geprägt ist, vollkommen vergessen werden. Ich möchte jetzt kurz ein paar Gedanken, also demokratiepolitischen Diskurs ist ja derzeit sehr modern über die Verheißungen des Internets und moderner Kommunikationstechnologien einzugehen. Und ich denke, dass das unglaublich faszinierend ist, dass das aber einer dieser wichtigen Punkte, der dabei immer vergessen wird, ist, dass digital eine gewisse Unmittelbarkeit, die Körper im öffentlichen Raum auslösen, nicht nachgestellt werden kann. Wie meine ich das? Also es ist relativ einleuchtend dort, wo es auch wiederum zu Konflikten kommt. Also wenn man sich anschaut, die Wasserwerfer, die auf Demonstranten treffen, Beispiel jetzt am Taksimplatz, das ist etwas, das sich digital zumindest noch nicht nachstellen lässt. Man könnte das jetzt meiner Meinung nach vergleichen zum Beispiel mit der Entwicklung von Strafen, die sich auch in der härtesten Ausformung noch immer nicht von diesem Erbe lösen konnten, dass sie immer auf den Körper zurückgreifen. Also von der Folter, der Marter entwickelnd, wird noch immer der Körper in seinem Bewegungsraum begrenzt, wenn es um wirklich schwere Strafen geht. Das ist ein ähnliches Beispiel, das sich digital nicht nachstellen lässt. Die Bedeutung dieser zwei Überschneidungen, sowohl der Diskurs und die Debatte, ob es jetzt digital geführt wird oder nicht digital, und diese Verbindung von öffentlichem Raum und politischem Handeln sind also die zwei Punkte, wo sich das meiner Meinung nach überschneidet und wo auf den Raum oft vergessen wird, die Wichtigkeit des Raumes. Soweit die Analyse. Jetzt ist natürlich die Frage, was fangen wir damit an? Was ist sozusagen die Handlungsanweisung, die wir daraus ziehen können? Ich möchte da ganz kurz, also ich war vor kurzem in London,
zwei Räume herauspicken. Und zwar, ich war da in Hampstead Heath, das ist der größte oder einer der größten halbwilden Parks in London, der jetzt nicht unbedingt ein prototypischer Stadtraum ist, der aber ein Verhalten im Raum zulässt, das undefiniert ist. Also man kann dort sich bewegen, also es ist nicht vorgegeben durch ein Leitungssystem oder durch Regeln, was man jetzt machen soll oder machen muss. Solange man sich nicht an den Tieren vergreift, weil die sind Eigentum der Queen, ist dort alles praktisch undefiniert. Der andere Raum und das praktisch genaue Gegenbeispiel ist für mich London Stansted. Flughafen, der durch unglaubliche Leitsysteme und Regeln gekennzeichnet ist und der damit auch vollkommen durchdefiniert ist. Und ich glaube, dieser Unterschied zwischen diesen zwei Kategorien, dem undefinierten und diesen definierten Räumen, die auch immer durch Konsum geprägt sind, ist das, um was es in Stadt geht. Und die Aneignung, demokratiepolitische Aneignung der Räume, wird in einem Jahrhundert das der Urbanisierung und der Stadtentwicklung eine der Hauptaufgaben sein, die wir wahrnehmen müssen. Danke für eure Aufmerksamkeit.